Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review, diesmal mit Spider-Man, Miles Morales Ultimate Spider-Man. In der damaligen Ultimate-Zeit, wo ich jetzt hier, da ich ja noch nicht so lange drin bin, vergleichsweise zumindest, sagen wir mal so, noch viel nachzuholen habe, das Comic hat mir wieder gezeigt, ich brauche unbedingt die Spider-Man-Comics aus dem Ultimate-Zeitalter eigentlich, ich will jetzt nicht unbedingt für die Leute, die das noch nicht wissen, was mit Spider-Man im Endeffekt in der Ultimate-Zeit passiert, spoilern halt, aber ich brauch das irgendwann, aber das dauert leider noch so seine Zeit, aber ich habe mir jetzt zumindest erstmals Morales gegönnt, was von Brian Michael Bendis geschrieben wurde und von Sarah Pichelli gezeichnet wurde. Schon mal Bendis, Hammer-Autor in meinen Augen, hat ja auch Miles Morales erschaffen praktisch. Und die Zeichnungen sind auch gut, aber dazu zeige ich gleich. Beinhaltet ist hier Ultimate Fallout 4, Ultimate Comics Spider-Man 1 bis 5. Jupp. Das ist beinhaltet in diesem Band. Und kommen wir erstmal zu den Zeichnungen. Die sind, wie ich finde, ganz gut geworden. Also sind jetzt nicht so wirklich prägend, aber sind auch, wie man ja hier so sieht, sehr coole Covers auch geworden, aber sie ist schon ganz cool und machen Spaß für den Moment dann immer und sind halt durchgehend auch auf dem gleichen Niveau. Hier drin bekommen wir halt Miles Morales Origin Story praktisch geliefert, die noch nicht so ausgelutscht ist wie die von Peter Parker. Man muss halt dazu sagen, Miles ist ein normaler Teenager, hat halt Eltern und hat aber einen Onkel, der, sagen wir mal, schon eine kriminelle Vergangenheit hat, aber mit denen er sich gut versteht. Und bei diesem ganzen Kuddelmuddel, dann hat er auch noch einen Kumpel, bla bla bla, kennt man ja, bekommt es halt mit einer Spinne zu tun, die auch wieder aus dem Labor ist und eigentlich genauso wie Peter Parker gebissen wird von der, aber die Kräfte dann bekommt und die einfach einen Weg haben möchte eigentlich. Er möchte eigentlich nur ein ganz normaler Teenager sein und möchte diese Bürde nicht haben. Dann passiert aber das, was in Ultimate Spider-Man ja dann passiert ist mit Peter Parker, was natürlich dann auch Auswirkungen hat auf Miles und ihn praktisch, sagen wir mal, anspornt beziehungsweise auch inspiriert und dann halt zu den neuen Spider-Man wird, der in meinen auch einer der geilsten Spider-Man ist und ich liebe auch sein Kostüm, dieses schwarz-rote, finde ich total cool und auch generell Miles mit seiner Familie, mit seinem Kumpel, der, von euch vielleicht auch schon einige wissen, der Kumpel hier drin ist ja, sagen wir mal, auch so ein dickerer Junge und der ist ja auch die Inspiration von dem Kumpel aus Spider-Man Homecoming von Peter Parker. Und dann muss sich auch noch Miles mit Sheet zusammen tun und bekommt auch schon seinen ersten Gegner, den er dann am Ende hin besiegen kann. Es ist nicht so lang. Es geht ja wirklich eigentlich eher darum, seine Origin-Story zu zeigen und sein ganzes Umfeld und was ihn halt inspiriert in diesem Comic. Also wer jetzt hier irgendwelche großen Schlachten mit dem Green Goblin oder Doc Ock erwartet, der wird vielleicht enttäuscht sein. Aber wer Miles richtig cool findet und noch nicht die Origin-Story gelesen hat und irgendwo schon, sagen wir mal, in sein Privatleben eintauchen möchte, wird hier riesen Spaß haben. Mir hat es zumindest viel Spaß gemacht und würde ich Spider-Man-Fans unbedingt empfehlen. Ist ja jetzt auch die neue Variante, also die ja gereprintet wurde ja. Und einfach ein sehr gutes Stoff von einem Comic ist. Ja, von mir bekommt dieses Comic dann auch eine gute 8,5 von 10, da ich das, 9 von 10 finde ich vielleicht ein bisschen zu stark, aber 8 könnte dann auch zu ungewöhnlich dann vielleicht sein. Also, mich hat es sehr überrascht, wie gut Miles auch immer funktioniert. Ich habe davor auch noch nie einen Miles Morales Comic selber gelesen, er war immer nur dabei oder ich habe ihn halt in Serienformat gesehen. Da fand ich ihn eigentlich schon cool, aber das ist jetzt mein erstes Miles Morales Comic mit ihm alleine gewesen und es hat einfach riesen Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Comics mit Miles Morales. So, das war's soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.